Wundervoller Raketenstart, tolle Rakete und so. Ich, die Bürgermeisterin von Brookhaven, springt fast vor Freude, weil wir jetzt endlich mal eine Rakete in die Luft schicken. Bemannt mit den beiden Astronauten, John. Hey. Und Tina. Hi, es ist mir eine große Ehre, bla 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 und los geht's. Hopp, rein mit euch. Oh Gott, ich hab's hoffentlich nicht verpasst. Hey, stopp, Moment ganz kurz. Was ist denn los? Ich habe gerade mit meinen Bürgern gesprochen. Ach so, da ist ja gar keiner. Hör mal zu, es ist ganz, ganz wichtig. Ich bin Cedric und ich bin Hobby-Astronaut und ich wollte unbedingt auf die Mission mitfliegen zum Mond. Tja, dafür müsste man erstmal einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen. Aber abgesehen davon ist das Raumschiff nur für zwei Leute ausgelegt. Och Mann, aber ich habe mich schon so darauf gefreut. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, aufzugeben und wann es an der Zeit ist, in ein geheimes Regierungsgelände einzudringen, um mich in eine Rakete zu schmuggeln, um auf den Mond zu fliegen. Gott sei Dank habe ich an alles gedacht. Der Fallwinkel müsste stimmen. Ich meine, ich habe ja Physik studiert. Habe ich eigentlich nicht, aber ich habe mir ein paar Bücher durchgelesen. Okay, ich habe mir eine Seite durchgelesen. Aber wir springen rein und das müsste funktionieren. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Leute, wir müssen in die Rakete. Moment kurz, wer begehrt Einlass? Mein Name ist John W. Cooper und ich bin Astronaut. Alles klar, Einlass gewährt. Vielen Dank, du Flachzange. Ich bin Tina, genau, so hieß ich, glaube ich. Aha, und bist du eine Astronautin? Bin ich das? Ja, bin ich. Einlass gewährt. Schnell hoch, noch ein hoch, in die Rakete muss ich rein, in die Rakete muss ich rein. Los, 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 los. Okay. Alter, wie cool ist das denn? Mann, ich sitze in einer Rakete, wie unfassbar krass ist das? Oh, so viele bunte Knöpfe. Oxygen. Fuel, Damage. Ach, keine Ahnung, was das alles heißt. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Oh Gott, ich höre was. Also dann, Tina. Ich kümmere mich um das Deck. Alles klar, ich checke den... Autsch! Oh. Ach Gott, Tina, du bist viel zu aufgeregt für diese Mission. Bist du dir sicher, dass du nicht auf der Erde bleiben möchtest? Ich bin einfach nur ein bisschen nervös, ja? Wenn man sich nicht konzentrieren kann, sollte man kein Astronaut werden. Oh Mann, Leute, ich glaube, das sind die höchst professionellen und gut ausgebildeten Astronauten. Okay, Leute, wir müssen uns ganz kurz irgendwo verstecken. Mein Gott, wir müssen hier irgendwo ein Versteck finden. Wo sollen wir uns hier verstecken? Ich leg mich einfach mal hier rein. Kryptoschlaf? Ich hoffe mal, das funktioniert. Alles klar, Tina. Lass uns doch mal ganz kurz die Kryptoschlafkammern checken. So, leer, leer und... Hä? Sag mal, Tina, wer genau ist dieser Typ hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Okay. Naja, irgendeinen Sinn wird er schon haben. Wir wecken ihn dann auf, wenn wir auf dem Mond sind. Ab in die Kapsel. Okay, dann los geht's. Hopp. Oh Mann, ich bin schon so aufgeregt. Alles klar. Ich setze mich an den Pilotensitz. Du gehst ans Funkgerät. Alles klar. Ich empfange ein klares und deutliches Bild. Hallo, Tina an Basis. Wie ist der Status? Hallo, Tina. Alles klar, ich habe verstanden. Was hat die Basis gesagt? Wir haben gutes Wetter und sind bereit zum Abheben. Ausgezeichnet, leite Countdown ein. Alles klar, Countdown läuft. Noch 24 Sekunden bis zum Abheben. 20, 19... 18. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Es geht los, es geht los, es geht los. Wir fliegen tatsächlich zum Mond. 10, 9, 8. Hey, sag mal, ist das normal, dass das Schiff so ruckelt? Nein, ist es nicht. 5, 4, 3. Oh, was passiert hier? Oh Gott, was? Was ist denn passiert? Oh Mann, Ich bin im Raumschiff. Sind wir im Weltall? Oh Gott, ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz gucken. Wie ist der Status? 95% Sauerstoff. Okay, das ist gut. Treibstoff 100%. Okay. Damage 5%. Warte mal, was? 25% Schaden? Oh Gott, was ist denn passiert? Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass das Ding so geruckelt hat. Egal. Wir müssen unbedingt hoch und gucken, was in der Zentrale abläuft. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Geht's Ihnen gut? Hallo? Hey, wie geht's euch? Oh mein Gott, was war das denn? Was? Hey, wer bist du denn? Was machst du hier? Hallo, ich bin Cedric und ich bin ein Hobbyastronaut und ich... Was machst du bitte auf diesem Raumschiff? Ich stehe und rede gerade mit dir. Das meinte ich doch gar nicht. Was tust du hier? Das werde ich hier nicht beantworten. Die viel bessere Frage ist nämlich, was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Ich arbeite hier, Mann. Okay, das ist eine gute Antwort. Also, ich habe mich reingeschlichen. Ist jetzt auch egal. Wir müssen gucken, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, auf jeden Fall ist das Licht ausgegangen. Das ist mir schon aufgefallen. Komisch. Eigentlich sollte das nicht passieren. Egal, warte, ich fahre kurz das System neu hoch. Nein, ich bin zuerst. So, okay. Haha, siehst du, funktioniert doch alles. Was zum Teufel ist denn passiert? Ich weiß, um genau zu sein, gar nicht, was passiert ist, aber, warte mal ganz kurz, Leute. Hört ihr das?
Was zum Kuckuck ist das Ganze denn bitte? Das klingt gruselig. Ach was, Quatsch, ihr braucht doch keine Angst zu haben. Das ist sicher nur eine Eule oder so. Eine Eule mitten im Weltraum? Natürlich. Hast du noch nie von den Weltraumeulen gehört? Sowas weiß man doch. Nein, ich habe noch nie was von den Weltraumeulen gehört. Aber gut, auch nicht wichtig. Wo genau sind wir eigentlich gerade? Also, wenn ich jetzt eine offizielle Antwort geben müsste, habe ich absolut keine Ahnung. Okay, das ist aber nicht sehr hilfreich, um ehrlich zu sein. Es kann sein, dass wir aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen irgendwo mitten im All sind. Unsere ganzen Instrumente sind kaputt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich kann nicht sehen. Wir fliegen im Blindflug. Wow, Alter, was? Lass uns doch einfach mal das Schiff durchgucken. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis darauf, wo wir hier gerade sind. Warte mal, hier ist dieses komische Kryptoschlafdings. Da habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und ich höre schon wieder dieses komische Geräusch. Das ist doch mega merkwürdig. Das kann doch gar nicht sein. Ach, egal. Okay. Hier ist scheinbar auch nichts. Da ist scheinbar nichts. Woher kommt dieses komische Geräusch? Ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Haben wir doch volles Benzin? Okay, ja, Benzin ist voll. Hast du Benzin getrunken? Spuck sofort aus. Das brauchen wir, um zurück nach Hause zu kommen. Ja, ist ja schon gut. Also mit den Tanks ist alles in Ordnung. Damit ist alles in Ordnung. Und der Motor, da möchte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht hingehen. Wisst ihr, was ich immer mache, wenn ich in so einer Situation bin? Nein, weiß ich nicht. Was machst du denn dann? Ich gehe ins Bett, schlafe ganz gemütlich eine Runde und dann stehe ich auf und hoffe, dass das nur ein Albtraum war. Das finde ich eine sehr gute Idee. Lass uns das machen. Bettzeit! Leute, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringt, aber gut, lass es uns ruhig ausprobieren. Okay, dann lass uns auf jeden Fall mal hier reingehen und ein bisschen eine Runde schlafen, ne? Gute Nacht. Moment mal, ist überhaupt gerade Nacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Weltall gibt es keine Nacht. Bist du dir denn sicher? Also klar, logisch. Ich meine, im Weltall ist es immer dunkel und so, aber trotzdem könnte es doch sein, dass es hier auch sowas wie Tag und Nacht gibt. Ach, diese Frage lässt mich jetzt nicht mehr los. Ist es denn am Tag Nacht oder Nacht Tag oder was ist im Weltall eigentlich Nacht oder Tag oder wo steht die Sonne gerade? Könnt ihr beiden jetzt mal bitte aufhören zu diskutieren? Ich will schlafen. Okay, ist ja gut. Dann wir sehen uns. Gute Nacht oder guten Tag oder was auch immer. Oh Mann, Erde, ich habe richtig gut geschlafen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht versehentlich 200 Jahre oder so geschlafen, aber gut. Ah, sehr gut, du bist auch wach geworden. Pass auf, Mann, bevor Tina aufwacht, ich habe etwas wirklich Unfassbares gefunden. Etwas Unfassbares gefunden? Und Tina darf davon nichts mitbekommen, aber ich? Irgendein Typ, den du seit gestern kennst? Ja, stimmt eigentlich. Egal, na gut, komm mit runter. Okay, gut, ich folge dir dann. Was hat er denn wohl gefunden? Siehst du das hier? Ja, ich sehe es tatsächlich. Ist das nicht beunruhigend? Nein, nicht unbedingt, aber dafür ziemlich lecker. Was? Lecker? Was redest du da für einen Schwachsinn? Naja, diese Banane, die sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich meine, frische Banane im Weltraum, wie cool ist das denn? Nein, du Idiot, ich rede von dem Handabdruck auf dem Bildschirm. Den Handabdruck von dem Bildschirm? Stimmt, du hast recht. Da ist ja wirklich ein Handabdruck auf dem Bildschirm. Aber was ist das denn für eine Hand? Und was noch viel beunruhigender ist... Gibt es dafür überhaupt eine Steigerung? Ach, keine Ahnung, egal. Die Hand hat nur 4 Finger und sieht nicht menschlich aus. Nicht menschlich? Also meinst du, wir haben ein Tier an Bord? Ganz genau. Entweder das oder wir haben es hier mit einer außerirdischen Lebensform zu tun. Mit einer außerirdischen Lebensform? Das müssen wir sofort Tina Bescheid sagen. Tina, Tina! Nein, nicht... Oh. Tina, du musst aufstehen. Hier sind Aliens an Bord. Oh Gott, sie haben sogar deine Kryoschlafkammer angefasst. Was? Aliens? Aua. Tina, ist alles gut? Hast du dich jetzt wieder beruhigt? Ja, jetzt habe ich mich beruhigt. Also ein Alien, sagtest du? Ja, ganz recht. Es ist ein Alien an Bord. Und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Einer von uns ist ein Alien! Also dann, Leute, einer von uns könnte auf jeden Fall ein Alien sein. Du hast recht, und es könnte Tina sein! Was? Nein, ich bin nicht der Imposter! Aha, das sollen wir dir glauben. Wo warst du gestern Nacht? Ich war in der Kühlschlafkammer und habe geschlafen, wie ihr auch. Aha, kann das irgendjemand von uns bezeugen? Nein, aber... Dann ist der Fall wohl klar. Aber ihr beide habt doch auch in der Kühlschlafkammer geschlafen. Was? Warte mal, stimmt, du hast recht. Das bedeutet etwa, ich bin das Alien! Was? Was? Ananas? Was? Obwohl, naja, wir könnten doch beide die Helme abnehmen und dann wüssten wir, ob einer von euch ein Alien ist oder ich. Ja, stimmt, gute Idee. Ich bin John W. Cooper, beruflich Astronaut und kein Alien. Dafür habe ich keine Ausbildung gemacht. Und ich bin Tina und komme aus China. Alles klar, Tina. Okay, gut. Das bedeutet, wenn wir drei keine Aliens sind, dann muss irgendwo hier ein Alien an Bord sein. Aber wer genau soll es denn sein und wo? Was sollte man machen, wenn man von einem mysteriösen Wesen aus fernen Welten verfolgt wird?
keine Ahnung? Wir müssen uns trennen, ganz logisch. Damit sich das Alien jeden einzelnen von uns schnappen kann. Ich meine, damit wir möglichst viel vom Schiff durchgucken können. Okay, das ist eine wirklich gute Idee. Dann, wie genau machen wir das? Ich gehe nach oben, Tina guckt hier und du, Cedric, gehst in den Motorraum. Okay, gut, alles klar. Na dann, lass uns mal losgehen. Okay. Ganz ruhig in den Motorraum, Alter. Oh Mann. Ich glaube, das ist ein bisschen heiß hier unten, aber macht doch nichts. Ich habe natürlich einen sehr, sehr guten Schutzanzug. Autsch, 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 autsch. Heiß. Hier ist auf jeden Fall kein Lebewesen. Da bin ich mir relativ sicher. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher und... Hier wurde irgendwas aufgesprengt. Und da ist noch so ein komischer Handabdruck. Das bedeutet, das Alien hat sich wahrscheinlich in unsere Kapsel reingesprengt. Und zwar genau hier. Also dann, Alien, komm raus. Ich bin John W. Cooper und ich bin Astronaut. Ich habe meinen Alien-Jägerschein schon vor 25 Jahren gemacht, Mann. Ach, immer diese blöden Aliens haben alle viel zu viel Angst, sich mit dem großen John W. Cooper anzulegen. Naja, wahrscheinlich ist er... Hey, ich hab was gehört. Hey. Hallo, Tina, was ist los? Du hast geschrien? Es ist Cedric. Er hat John Cooper erwischt. Er müsste sich jetzt genau in der Zentrale befinden. Dieses komische Heulen, was wir gehört haben, das ist das Alien. Was? Oh Gott, ich wollte zwar ein Abenteuer erleben, aber ich wollte nicht von Aliens aufgegessen werden. Oh, hoppla. Okay, alles klar. Tina, wir müssen jetzt unseren gesamten Mut fassen. Wir müssen jetzt... Die Tiere werden dir, wie sind, ja? Du hast recht. Meine Mutter hat immer gesagt, mach dich nicht zum Affen, aber eigentlich fühle ich mich wie ein Affe. Uga, 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 uga. Banane. Uga, uga, uga. Tina, das meinte ich jetzt eigentlich nicht mit dem Tier, aber da, Uga, uga, uga. Ich bin ein Affe und mag Bananen. Ah! Oh, wer hat sich diese blöden Falltüren einfallen lassen? Tina, ja, okay, gut. Ich werde jetzt all meinen Mut zusammenfassen und ich werde dieses Alien fertig machen. John Cooper, ich rette dich. Ich, Cedric, ich bin nun endlich mal was zu nütze und ich werde mich stellen. Was bist du? Das tut so weh, bitte hilf mir! Was? Du verstehst unsere Sprache? Wobei soll ich dir helfen? Nimm mir diesen Kopf ab, bitte! Okay, na schön. Danke, Mann! Endlich bin ich dieses hässliche Kostüm los. Kostüm? Warte mal, wer zum Kuckuck bist du denn bitte? Hi, ich bin Louis und ich habe mich zur Feier des ersten Raketenstarts im Brookhaven das Alien verkleidet. Nur leider hat sich mein Kostüm verdreht, ich konnte nichts mehr sehen und bin durch die Gegend gestolpert. Wo bin ich denn eigentlich hier gelandet? Du bist im Weltraum und wir dachten, du bist ein Alien. Oh, was zum Kuckuck ist denn hier passiert? Oh, das Alien. Nein, Mann, ich bin kein Alien, ich bin Louis. Oh, sind wir ein Hotel oder sowas? Ich meine, wieso sind in diesem Raumschiff so viele fremde Menschen? Ich weiß es nicht, aber wenn du hier bist... Dann werden wir wahrscheinlich ein Problem mit dem Sauerstoff haben. Ich meine, der Tank ist nur für zwei Leute ausgelegt und wir sind zu viert. Das wird niemals reichen, um bis zur Erde zurückzukehren. Was? Das ist furchtbar. Naja, macht nichts. Ich glaube, wir müssen uns mit unserem Ende abfinden. Wir haben nicht genug Sauerstoff und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Unsere Instrumente sind alle beschädigt. Männer, es war mir eine Ehre, mit euch zu fliegen. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu... Sekunde mal, ich bin kein Mann. Ich bin ein Affe. Ja, Männer und Affen. Hä? Ach, da seid ihr ja. Wieso sind denn hier so viele drin? Ach, unwichtig. Was? Die Bürgermeisterin? Moment mal ganz kurz. Wir sind gar nicht mal abgehoben. Leute, was ist passiert? Was? Wie, ihr seid nicht abgehoben? Natürlich seid ihr nicht abgehoben. Wie im Funkspruch schon gesagt, das Wetter ist zu schlecht und deswegen könnt ihr heute nicht abheben. Warum seid ihr so lange drin geblieben? Was? Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Tina, ich hab dir doch gesagt, was sagt sie im Funkspruch? Das Funkgerät war ein bisschen kaputt. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht alles verstanden. Naja, macht nichts. Jetzt ist das Wetter auf jeden Fall besser geworden. Wollt ihr abheben? Oh nein! Bloß raus hier. Nie wieder fliege ich irgendwo hin. Ich lasse das mit diesem Astronautenkram. Ich glaube, das ist wirklich nicht so gut für die Gesundheit. Oh ja, heute läuft wieder meine Lieblingssendung. Aha, schau ihn dir an. Der kleine, dicke Thomas sitzt da wieder nur vor der Glotze und macht nichts. Schau dir doch mal deinen Bruder an. Der macht es wenigstens richtig. Ach, Papa, komm schon. Du weißt, dass ich dafür einfach nicht geeignet bin. Das ist nur eine dumme Ausrede. Kevin! Jo, was geht? Kümmer dich ein bisschen um Thomas. Alles klar, Paps, kein Thema. Hey, was soll das? Wir werden jetzt ein bisschen Sport machen, Kollege. Und guten Morgen.
Morgenwelt. Wuhu, nice, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Thomas und ich haben uns heute verabredet, um gemeinsam einen Film zu gucken. Oh, er läuft ja schon. Papa, wo ist denn Thomas hin? Thomas? Was? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er nur gegangen, um einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal dazulassen. Du weißt es nicht? Okay, komisch. Eigentlich hat er gesagt, dass er hier auf mich warten will, aber na schön, dann halt eben nicht. Schade, na gut, ist auch nicht wichtig. Ich kann die Serie auch alleine gucken. Und, oh, Moment mal, mein Telefon klingelt. Ja, hallo? Cedric, bitte rette mich. Retten vor was denn? Wo bist du? Ich bin im Fitnessstudio. Ah! Was? Hey, hallo, hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme sofort. Oh Mann, Thomas ist in Gefahr. In Gefahr? Was ist denn los mit ihm? Ich weiß es nicht. Er hat gerade total verzweifelt geklungen. Er sagte, er sei irgendwo im Fitnessstudio oder sowas. Oh, ja, ihm wird es sicher gut gehen. Mach dir da keine Sorgen, Cedric. Was? Aber er hat doch geschrien um Hilfe. Ach, egal. Ich gehe einfach dahin. Mal schauen, ob ich ihn irgendwo finden kann. Aua. Hey, Mann, mit wem hast du denn telefoniert? Mit niemanden. Ich hab gar nicht telefoniert. Oh Mann, ey, du bist wirklich erbärmlich. Kein Wunder, dass du in der Beliebtheitsreihenfolge bei meinem Vater ganz, ganz unten bist. Du bist auf Platz 4, dabei sind wir nur 3. Oh Mann, können wir nicht ein bisschen Pause machen? Es gibt keine Pause für dich, du Vogel. Los, hopp, 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 wir sind noch lange nicht fertig. Ich komme dich retten, Thomas, ich komme, ich bin auf dem Weg. Hallo, hey, was, du bist hier, Kevin? Was genau machst du denn hier? Oh, was geht ab, Cedric? Naja, wonach sieht's denn aus, was ich hier tue? Ja, du trainierst. Hast du irgendwo vielleicht Thomas gesehen? Er hat irgendwie angerufen und gesagt, dass er Hilfe braucht. Ach, Thomas, der ist... Moment mal, Thomas hat dich angerufen? Na, warte, mein Freund. Dem werde ich noch zeigen, was der linke Hake ist. Thomas! Thomas, da ist er ja. Hallo, Thomas, warum schläfst du hier? Ach, Gott sei Dank, du bist es, Cedric. Ich hatte schon einen richtig, richtig furchtbaren Albtraum. Ich war in einem Fitnessstudio und... Ich bin im Fitnessstudio! Na, warte, Thomas, jetzt geht's rund. Was meinst du? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh nein! Leute, hey, beruhigt euch doch mal ganz kurz. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder nach Hause und warte auf die beiden. Die werden sich wahrscheinlich noch ein paar Stunden verfolgen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich krieg dich noch! Wie lange willst du mich noch verfolgen? Sehr lange! Wo bist du? Ich krieg dich noch, Mann! Okay, wollen wir es gut sein lassen? Ja, ich glaube, es ist besser. Leckere Burger-Patties. Mega nice. ach so, ihr seid mittlerweile wieder da. Habt ihr euch ausgepowert? Ja. Ja, fürs Erste. Aber das ist noch nicht vorbei. Na gut, Leute, dann kommt mal mit mir zusammen nach Hause. Und wir können entspannt über alles reden, okay? Ja, ich glaube, das wäre eine gute Entscheidung. Mein Gott, endlich seid ihr mal ein bisschen vernünftig geworden. Also kommt einfach mit rein. Ich habe schon richtig leckere Burger-Patties gemacht und... Feuer, Feuer, Hilfe! Ja gut, also ich habe jetzt nicht behauptet, dass ich der beste Koch der Welt wäre, aber... Naja, wie dem auch sei. Also gut, Leute, lasst uns einmal kurz darüber sprechen. Was genau ist euer Problem mit Thomas? Er ist viel zu dick für diese Familie. Ja, ganz genau. Wir versuchen ihm doch eigentlich nur zu helfen. Aber ich möchte das doch gar nicht. Nun gut, wenn das so ist, dann sollst du nicht mehr zu dieser Familie gehören. Ja, das finde ich wirklich eine gute Idee. Lass uns eine Familienabstimmung machen. Wer dafür ist, Thomas aus der Familie auszuschließen, heb die Hand. Hey, Moment mal, das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein, dass ihr genau darüber beratet. Boah, Alter, ich bin dagegen. Ach, du bist wirklich viel zu weichherzig, Cedric, aber du wurdest sowieso überstimmt. Moment mal, was heißt denn überstimmt? Das steht 2 zu 2. Also ich habe 2 Arme oben. Hä, aber das ist voll erledigt. Abfahrt. Hi-ya! Was? Aber das können sie doch nicht tun. Natürlich können wir das. Komm, Cedric, setz dich. Wir müssen ein neues Haus bauen. Oh Mann, ey, Leute, ihr seid wirklich echt unglaublich. Thomas, mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das sicher schon hin. Schon, okay, Cedric, du kannst nichts dafür. Geh ruhig zurück zu ihnen. Ich werde meinen eigenen Weg finden. Und absolut nichts wird mich daran aufhalten. Oh, außer eine betonierte Säule. Oh Mann, Thomas, das ist doch... Oh Gott. Der Arme, ey, ich weiß nicht, ob er zurechtkommt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, wo er ist. Na schön, Leute, dann müssen wir das Haus wohl wieder aufbauen, richtig? So, mein Plan ist bereit für die Ausführung. Sie denken, ich werde den Tag vergessen, an dem Sie mich vergessen und verstoßen haben? Hätte sein können, ich bin relativ vergesslich. Aber nein! Seit 5 Jahren habe ich meinen Racheplan geplant. Und nun wird es das ultimative Ende werden. So,
gut, dann haben wir das Haus auch schon so langsam auch fertig. Das war wirklich eine sehr aufwendige Arbeit, aber das ist doch ein richtig schönes Haus, oder? Ja, Mann, gefällt mir ganz gut. Puh, das war wirklich ein Haufen Arbeit. Hey, Cedric, bist du langsam fertig? Ja, Logo, ich muss nur ganz kurz den Stromkasten neu kalibrieren. So, Cedric, es ist ganz wichtig, dass du nicht den roten Schalter berührst. Was hast du gesagt? Hier ist so ein roter Schalter, ich drück den mal. Nein, nicht den... Okay, super, das Ganze hat sich erledigt. Perfekt, ich, geht's dir gut? Cedric, du Idiot. Das war ja nicht meine Schuld, oder? Nee, Mann, alles gut. Wieso haben die Menschen denn eigentlich immer so ein Problem mit Strom? Ist doch voll geil, Mann. Naja, wie dem auch sei. Ich hol mir mal ein bisschen was zu essen, so eine Pizza oder sowas und... Oh Mann, ey, mal schauen, wie es weitergeht. Hier ist es also, Haus 17, super. Jetzt müssen wir nur noch den Plan umsetzen. Ich lass mich hier bitte raus. Sei still da drin, Mann. Okay, so gut. Kann ich wenigstens ein Eis haben? Nein. Oh Mann. Nun denn, los geht's. Hallo, guten Tag. Hi, was geht? Hallo, Herr, wer sind Sie und was wollen Sie eigentlich hier? Ah, Cedric, lange nicht gesehen. Ich meine... Ah, Cedric, Scusi, schön, dich zu sehen. Ich habe ein tolles Angebot für dies. Und zwar genau da hinten irgendwo. Da hinten irgendwo? Meinst du hier hinten? Was soll denn da sein? Ach, Cedric, da ist, was ist das, was du dir am sehnlichsten wünschst? Ich hätte gerne den 100.000 Abonnenten-Playbutton. Oh ja, genau das Ding ist da. Was auch immer das ist. Das ist da im Ernst? Oh mein Gott, Alter, wie cool ist das denn? Los, lass ihn uns suchen. Woohoo! Oh Mann, ich wollte schon immer mal einen silbernen Playbutton haben. Aber dafür müsst ihr einen Daumen nach oben und einen Abo auf den Kanal da lassen. So, er ist jetzt in Sicherheit. Das bedeutet, ich kann mich in Ruhe um die anderen kümmern. Oh, keine Bewegung, ich hab dich. Was? Was um alles in der Welt? Wer ist denn das und was will er? Moment mal, ist das nicht... Also, wo ist hier jetzt der silberne Playbutton? Ja! Also, da war es scheinbar nicht. Ich glaube, der hat mich angelogen. Dieser komische Typ. Ja, wieso vertraue ich auch irgendjemanden, der mir sagt, dass das, was ich am seligsten begehre, irgendwo zu finden ist? Naja, egal. Gehen wir einfach wieder zurück nach Hause und schauen mal nach. Also gut, dann lass uns mal schauen, ob das Haus wenigstens nicht berührt würde. Und, da fährt ein Leichenwagen von uns zu Hause weg. Das ist wirklich seltsam. Und jetzt fahren wir in mein Geheimversteck, was unauffindbar und unmöglich zu finden ist. Was genau das Gleiche bedeutet. So, Herrschaften, wir sind da. Na gut, ist ja auch nicht so wichtig. Papa und Kevin? Kevin, Papa, hallo? Hey, hallo? Hey, ich hab gesagt, ihr sollt mit der Einweihungsparty auf mich warten. Und vielleicht... Hä? Hallo? Wieso ist denn hier niemand? Hä? Wurde ich schon wieder aus der Familie rausgeschmissen? Genau wie Thomas? Oh Mann, was macht der arme Thomas eigentlich gerade? Warte mal, das hat doch nicht irgendwas mit diesem komischen Leichenwagen da zu tun. Okay, ich schaue mir das Ganze, glaube ich, besser mal an. Und was ist das eigentlich für ein komischer Leichenwagen? Was genau macht der hier? Und... Hey Mann, lass mich raus! Was soll der Blödsinn? Ich bin einfach nur ein Bauarbeiter! Wow! Alter, ein voll gruseliger Leichenwagen, Mann! Den Leiche kann sprechen! Nee, du Dummbatz, ich bin hier drin, ich lebe noch! Also, ich lebe nicht, weil ich bin ein Roboter, aber... Du weißt, was ich meine. Bitte, was? Okay. Warte, ich versuche dir... Lol, du, der Bauarbeiter ist hier drin. Was machst du denn da drin? Warte, ich befreie dich mal ganz kurz. So, okay. Was genau ist passiert? Du, ich hab absolut keine Ahnung. Das ist einfach das Grauen vom Herrn. Da kam so ein kleiner, dicker Mensch und hat mich einfach mitgenommen. Der hat mich mit einem Pistol bedroht. Dabei bin ich kugelsicher. Wie dumm bin ich eigentlich? Was? Moment mal, wo sind sie denn hin? Na, da in du Blindfisch. Wo sollen sie denn sonst sein? Irgendwo in die Luft geflogen, oder was meinst du? Okay, gut, alles klar. Danke für die Information. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder sowas. Nee, warte, ich komm mit. Ich will ja noch für meine Arbeit bezahlt werden, weißt? Ja, okay, dann komm halt mit. Oh Mann, ey. Was genau ist hier wohl los? Ich meine, wie... Okay, gut, egal. Gehen wir einfach mal runter, Leute. 1, 2, 3. Oha! Oh Gott. Thomas, du bist es. Ich hab dich gar nicht erkannt. Ah, Cedric, du hättest nicht herkommen sollen. Das hier ist eine Sache zwischen mir und Kevin und Papa. Du warst früher der Einzige, der mich einigermaßen gut behandelt hat. Aber sie nicht und deswegen werde ich mich grausam an ihnen rächen. Thomas, ich weiß, sie war nicht immer nett zu dir und so weiter. Ich war es vielleicht auch nicht und vielleicht ist es auch der Roboter nicht gewesen. Was soll das hier heißen? Ich bin immer nett zu allen Leuten, abgesehen von den Leuten, die mich in den Sarg stecken. Ja, pst, darum geht's doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall, du musst daran denken, wenn du das tust, bist du nicht viel besser als sie. Du hast recht. Ich sollte wirklich noch mal ganz kurz darüber nachdenken. Ja, nee, ich verdiene eigentlich trotzdem ganz gut. Was? Meinst du das ernst? Ach,
Ach, du hast recht, Mann. Na schön, ich werde sie in Ruhe lassen, aber nur dir zuliebe, Cedric. Ich lebe jetzt mein eigenes Leben und das ist wichtiger, als irgendwelchen Racheplänen hinterher zu eifern. Wir sehen uns irgendwann mal wieder, Cedric. Alles klar, Thomas, ich wünsche dir wirklich alles Gute auf deinem Lebensweg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, liebe Schüler, mit großer Freude darf ich, großem Bedauern darf ich euch verkünden, dass euer alter Lehrer krank geworden ist. Was, der ist krank? Leute, seid ihr sicher, dass die Giftkugeln so eine gute Idee waren? Also, ich habe sie ihm nicht ins Essen geschmuggelt. Ich aber. Oh Mann, Alter, du bist echt fies. Wie es mir scheint, seid ihr eine wirklich fast unkontrollierbare Klasse. Doch dafür haben wir hier an der Brookhaven-Schule Lösungen. Darf ich vorstellen, Frau Ernst? Uah! So, so, das hier ist also die neue Klasse. Hey, wir sind die alte Klasse. Wie war das hier bitte? Hey, ich werde euch doch gehorsam lehren. Dankeschön, Herr Direktor, für die Vorstellung. Allerdings wird sie jetzt nicht mehr benötigt. Ja, genau. Seien Sie still, Herr Direktor. Vergeuden Sie nicht weiter unsere Unterrichtszeit. Raus hier. Aber Frau Ernst, ich will hier eine ernste Ansprache halten und ich verbitte es mir, dass Sie meinen Unterricht stören. Also diese Aggressivitätsprobleme hätte sie beim Bewerbungsgespräch ruhig erwähnen sollen. Alter, was ist denn mit der hier los? Die dreht ja vollkommen am Rad. Nun, liebe Schüler, fangen wir direkt an mit einem Test. Mit einem Test? Aber über was denn? Wir haben doch noch gar nicht zusammen gelernt. Mein lieber Cedric, ihr kommt nicht in die Schule, um zu lernen, sondern um zu wissen. Und abgesehen davon ist Reden im Unterricht untersagt. Das gibt einen Tadel. Was? Aber zwei Tadel? Das kann doch nicht wahr sein. Psst, Cedric, wir haben eine sehr gute Idee. Eine Idee? Was für eine Idee? Wir werden sie ablenken und dann rennen wir so schnell wir können. Okay, wenn ihr meint, na dann mal los. Frau Ernst, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage wegen Mathematik. Aha, endlich mal was Interessantes. Ja, was ist denn? Jemand hat die Tafel hinter Ihnen abgewischt. Was? Und das ohne meine Erlaubnis? Lauf, Cedric, lauf, lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Herr Direktor, Sie haben eine komplette Irre eingestellt. Und warum genau liegen Sie eigentlich noch? Ich wollte schon immer mal zählen, wie viele Fliesen eigentlich an der Decke sind. Ich glaube, es sind 334. Was? Was erzählst du denn da? Das sind 344. Ach, egal, okay. Komm, komm, schnell, Leute, lass uns irgendwo abhauen, lass uns irgendwo abhauen. Schnell, auf die Toilette. Los, 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 los. Wir müssen uns hier ganz dringend verstecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier auf der Jungstoilette wird sie uns niemals finden, denn sie darf hier nicht rein, sie ist eine Frau. Hier 149 Buchstaben. Genauso viele, wie ich geschrieben habe, vor 2 Millisekunden. An der Tafel ist nichts falsch. Ihr habt mich angelogen. Was? Wo sind denn meine Schüler hin? Na, wartet, euch werde ich noch bekommen. Womit habe ich das nur verdient? Wo könnten Sie sich nur verstecken? Ah, ich habe eine Idee. Herr Hausmeister! Hey, was? Was denn? Ich war gerade so schön am Arbeiten, meine ich natürlich. Nennen Sie mir die besten Verstecke in diesem Schulgebäude. Die besten Verstecke in diesem Schulgebäude? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich suche nach Ausreißern. Sie müssen hier irgendwo noch sein. Ich kann sie riechen. Vielleicht bin das auch ich. Ich habe mich seit 3 Wochen nicht geduscht. Ja, das kann auch sein. Na gut, egal. Sie wissen scheinbar sowieso von nichts, also werde ich einfach selber suchen gehen. Ich krieg euch noch. Oh Mann, Leute, wie lange sollen wir denn noch hier drin bleiben? Ich meine, sie sucht uns wahrscheinlich schon seit 2 Stunden und wir sind immer noch kein bisschen weitergekommen. Ich weiß nicht, was wir tun können, Cedric. Frag doch einfach mal Leo, vielleicht hat er irgendeinen Plan. Leo fragen, gute Idee. Aber wo ist Leo denn? Hat ihn die Lehrerin schon geschnappt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Cedric, hey, was geht? Alles in Ordnung soweit. Sag mal, Leo, hast du irgendeine Idee, was wir machen können oder so, um hier zu entkommen? Nun ja, wir könnten theoretisch meinen Vater fragen. Dein Vater? Wie soll dein Vater uns denn helfen? Wer ist dein Vater? Mein Vater, Cedric, ist die Person, die mich geboren hat. Zusammen mit meiner Mutter haben sie... Ja, stopp. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte einfach nur wissen, welcher Mensch dein Vater ist, also was er hier so tut. Ach so, das wolltest du wissen? Ja, natürlich. Mein Vater ist der Hausmeister in der Schule. Der Hausmeister? Okay, gut. Dann ist er wahrscheinlich im Hausmeisterbüro. Aber dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Ich weiß nicht genau, ob wir das schaffen, aber wir probieren es aus, okay? Also dann los geht's. Alle Leute in Schleichmodus. Also Freunde, zicke, zacke, zicke, zacke, hoi. Und los geht's. Okay, Freunde. Wir müssen einen ganz ruhigen machen. Wir gehen im Gänsemarsch. Marsch, Marsch, Marsch und so weiter und so fort. Okay, Leute. Oh, Leute. Stopp. Zurückbleiben, zurückbleiben. Da sind sie. Oh Gott, was macht sie denn da? Hier riecht es irgendwie nach Toilette. Die Spur ist noch ganz frisch. Okay, Leute, sie ist weg, Gott sei Dank. Schnell. Durchlaufen und los. Hopp. Oh Mann. Oh Gott! Nein, ich habe den Käse nicht gegessen. Ich schwöre es, Herr Rektor, bitte nicht feuern. Was? Wer seid ihr denn? Hallo, wir haben deinen Sohn mitgebracht, Leo. Mein Sohn Leo? Aber das ist doch überhaupt nicht mein Sohn. Was? Aber du hast doch gesagt, er wäre dein Vater. Ach ja, richtig. Meine Mutter war Hausmeisterin und mein Vater hat bei der Schule gearbeitet. Aber sie sind nicht dieselben Personen.
Na gut. Wow, willst du mir sagen, wir haben gerade alles riskiert, nur um hierher zu kommen für einen Hausmeister, der uns nicht mal wirklich helfen will? Naja, das kommt ganz darauf an, ob ich euch helfen will oder nicht. Wenn ihr was für mich tun könntet, wäre ich immer bereit dazu, euch zu helfen. Etwas für dich tun? Okay, was genau sollen wir denn tun? Nun ja, es gibt ein ganz, ganz peinliches Geheimnis, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe alle Käsebrötchen aus der Kantine aufgefuttert. Und ich glaube, der Rektor ist kurz davor, es in seinen Videoaufnahmen zu sehen. Ihr müsst diese Aufnahmen vernichten. Und der Direktor darf keine Fragen stellen, wer die ganzen Käsebrötchen aufgegessen hat. Und dann hilfst du uns? Okay, na schön, gut. Dann werden wir mal den Direktor finden, okay? Alles klar, Leute. Lass uns auf jeden Fall mal rausgehen. Ich glaube, sie ist hier noch irgendwo in der Nähe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, immer ein bisschen verstecken. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Gut, sie geht auf jeden Fall in die Sporthalle. Das bedeutet, wir könnten jetzt nach dem Rektor suchen. Wo genau ist der denn? Irgendwo hier muss er doch sein. Egal, na schön, Leute. Wir werden ihn auf jeden Fall schon finden. Autsch. Was soll das denn? Autsch. Soll das ein Witz? Oh! Ach, Herr Direktor, da sind sie ja. Sie werden lachen, aber wir haben sie gar nicht gesehen. Na gut, wo genau sind eigentlich die Videoaufnahmen? Was, die Videoaufnahmen? Das darf ich euch gar nicht verraten. Die sind höchst vertraulich. Darfst du uns nicht verraten? Na gut, Leute, dann lass uns mal gehen. Oh, ne? Was ist... Oh, mein... Oh, nein, oh... Okay, ich gebe ja auf, ich gebe es zu. Die Videoaufnahmen sind in meinem Büro. Okay, mehr wollten wir doch gar nicht wissen. Noch einen schönen Tag dir. So, Leute, okay, okay, im Büro, im Büro, im Büro. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ups. Leute, passt auf die Tür auf, nicht, dass die Lehrerin gleich noch kommt. Was haben wir denn hier für Aufnahmen? Oh, Mann, jetzt richtig nice Käsebrötchen gönnen. Oh, ja. Oh, ja, Mann. Oh, und 20.000 Käsebrötchen. Die muss ich alle aufessen. Und niemand wird davon mitbekommen. Nicht mal diese blöde Kamera. Da hinten. Oh, verdammt, eine Kamera! Schnell raus, hier, schnell raus, hier, schnell raus, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, mich hat die Kamera nicht gesehen. Alter Vater, der hat sich aber mal richtig gegönnt. Na gut, nehmen wir es mit. Ich hab's gelöscht, Freunde. Gut, wir müssen jetzt ihm nur noch Bescheid sagen. Hallo, Mann. Oh, jetzt schläft er schon wieder. Kann man hier nicht mal in Ruhe arbeiten? Ja, kein Problem. Bleib einfach ruhig liegen. Wir haben dir deine Sachen gelöscht oder sowas. Mann, du hast aber echt ganz schön viele Käsebrötchen gefuttert. Ich weiß, immer verrate das keinem. Käsebrötchen sind meine große Leidenschaft. Bei mir zu Hause habe ich eine ganze Sammlung von alten Käsebrötchen. Okay. Na gut, ist eigentlich auch egal. Wie kannst du uns jetzt helfen? Nun, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ah, Sie schon wieder. Haben Sie neue Informationen über meine entflohenen Mitschüler? Ja, habe ich tatsächlich. Ein geheimes Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie auf dem Weg nach, Talalwandanda sind. Talalwandanda? Das ist kein Ort für solche komischen Schüler. Da kommen eine große Lehrer und Lehrerin hin wie mich. Ich werde euch schon finden, liebe Schüler. Ich kriege euch. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem ganzen Leben tun werde. Erledigt. Wow, ganz schön krass. Na gut, jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wir brauchen einen neuen Lehrer. Oh, da kenne ich jemanden. Man sagt, er sei einer der besten Lehrer und ein geheimer Superheld aus Tokaboka. Sein Name ist Schuppfisch. Ich bin wieder da. Alles Verrückte hier in dieser Schule. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht tun. Ich werde mich mal ganz kurz vorstellen. Viele von euch kennen mich schon aus Tokaboka. Ich bin Herr Fisch. Und Schuppfisch bin übrigens nicht ich. Das ist irgendjemand ganz anderes. Oh, okay, Herr Fisch. Schön, dich auf jeden Fall kennenzulernen. Ich habe viel von dir gehört. Ganz richtig. Ich bin der netteste Lehrer, den es überhaupt auf der Welt gibt. Der netteste Lehrer, den es gibt. Da hätte ich schon eine ziemlich coole Idee, nicht wahr? Was genau machst du da eigentlich? Ich fand es langweilig, auf dem Stuhl zu sitzen. Deswegen setze ich jetzt einfach unter dem Stuhl. Ah, okay. Ist klar. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Sportunterricht. Los geht's! Oh Mann, Alter, der Typ ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Naja, auf jeden Fall ist er zumindest nicht mal ganz so ernst wie diese andere Frau, die irgendwie ein bisschen komisch ist. Alles klar, was machen wir heute, Mann? Wir spielen heute Fang den Hausmeister. Ah, ein sehr gutes Spiel, habe ich gehört. Was? Nein! Los! Boom! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Spinnen, die Brookhavener. Oh Mann, das ist wirklich ein cooles Spiel, Herr Fisch. Na gut, was können wir denn heute noch so machen? Ich habe eine Idee. Wie war's mit keinen Hausaufgaben? Keine Hausaufgaben? Gar kein Problem. Natürlich, wenn ihr keine Hausaufgaben haben wollt, bekommt ihr auch keine Hausaufgaben. Mega nice. Alter, das ist jetzt schon mein absoluter Lieblingslehrer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber warte mal, warte mal. Hey, du kannst doch kein Handy im Unterricht benutzen. Was? Aber ich will schöne Selfies von mir machen. Natürlich darf sie Selfies von ihr machen in der Schule. Wow, was? Okay, wenn sie Selfies in der Schule machen darf, darf ich dann etwa meine gigantische Megaplasma-Bombe benutzen? Aber natürlich! Moment, was? Nein!
Also, naja, gut, es hätte mir schon jemand sagen können, dass die ganze Stadt Brookhaven in die Luft fliegt, wenn ich meine gigantische Plasmabombe benutze. Wuhu! Aber es hat Spaß gemacht, gib es doch zu. Shatrick, ich bin ein Superfisch, musst du wissen. Ich habe gerade zugestimmt, dass ganz Brookhaven zerstört wird. Das bedeutet, ich kann mich nie wieder in Brookhaven blicken lassen. Was? Das tut mir mega leid, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht ganz Brookhaven mit einer Bombe in die Luft springen. Also, ich wollte schon und es hat schon Spaß gemacht, aber... Jetzt tut es mir irgendwie doch ein bisschen leid. Nein, Shatrick, es ist vorbei. Ich war ein sehr netter Lehrer, aber ich muss wieder zurück nach Tokaboka. Meine Schüler warten schon auf mich. Every night in my dreams I see... Ach Mann, es macht echt überhaupt keinen Spaß, alleine Fernsehen zu gucken. Vielleicht sollte ich ja das Programm wechseln. Oder ich hole mir irgendjemanden, mit dem ich zusammen Fernsehen gucken kann. Aber wer käme da denn in Frage? Ah, ich hab's. Mama hat immer gesagt, wenn ich mich alleine fühle, brauche ich unbedingt eine Freundin. Also hole ich mir einfach eine. Ja, genau. Und ich wollte schon immer eine unbezahlte Haushaltshilfe haben. Aha, und wenn ich mir das so recht überlege, lassen wir das doch lieber sein. Kommen wir einfach direkt zum Punkt. Willst du mich heiraten? Nein. Willst du zumindest Fernsehen mit mir gucken? Nein, aber du kannst gerne das Essen bezahlen, wenn du unbedingt möchtest. Mama hat gesagt, ich brauche dringend eine Freundin. Ja, vielleicht sollte sie dann lieber deine Freundin werden. Na, wie wär's denn mit uns beiden? Oh, sie ist ja schon gegangen. Ach, das ist doch die pure Enttäuschung. Ach, gibt's wieder Stress mit den Frauen? Ja, Mann, keine will mit mir zusammen Fernsehen gucken. Mann, das Leben wäre so leicht, wenn es so eine Art Maschine geben würde, mit der sich alle dich verlieben oder so. Sowas wäre echt super. Ja, das wäre wirklich... Moment mal, was hast du gerade gesagt? Sowas wäre echt super? Nein, davor! Mama, ich habe mir in die Windeln gemacht? Nein, nicht so weit vor. Das mit dieser Liebesmaschine. Ach ja, das. Ja, sowas gibt es leider nicht. Zumindest noch nicht. Oh Mann, Leute, ich bin etwas ganz, ganz Heißem auf der Spur. Oh yeah! In diesem Krankenhaus wurden vor 20 Jahren komische Experimente durchgeführt. Ich bin mir fast sicher. Und das hier, das ist eine Pistole. Alter, wie krass ist das denn? Die funktioniert sogar noch. Wow! Sieh dir das mal an, Mann. Hey, was? Ich habe einen Schuss gehört. Was ist denn da hinten los? Ich dachte, das Ding wäre seit Jahrhunderten verlassen. Ups, das sind Leute. Oh Gott. Hi, Leute, was geht? Alles gut bei euch? Um Himmels Willen, wer bist du denn? Und wieso bist du an so einem komischen Ort wie diesen? Dasselbe könnte ich euch tatsächlich auch fragen, aber... Psst, sei vorsichtig, Mann. An Orten wie diesen halten sich meistens sehr, sehr komische Menschen auf. Ach, was du nicht sagst. Ja gut, dann gehe ich mal wieder, ne? Tschüss. Warte ganz kurz. Wenn du schon mal hier bist, kannst du doch ganz schnell unser höchst dubioses und komisches Objekt ausprobieren. Um ehrlich zu sein, passe ich da lieber. Aber trotzdem danke für dieses nette Angebot. Nun, leider hast du keine andere Wahl. Oh, wow, Alter, was? Yo, wo bin ich hier? Ist das überhaupt mein Haus? Ja, scheinbar ist es mein Haus. Na gut, wo zum Kuckuck war ich denn die ganze Zeit? Ich habe irgendwie einen ganz, ganz komischen Traum gehabt. Naja, egal. Es wird schon nichts Komisches sein, glaube ich. Was wollen wir denn heute noch so machen? Okay, gut. Zumindest die Erinnerungslöschpillen scheinen zu funktionieren. Ja, du hast recht, Mann. Er scheint wirklich vergessen zu haben, was passiert ist. Da müssen wir jetzt nur noch abwarten und gucken, wie gut der Lebensstrahler funktioniert. Ja, wirklich keine Ahnung, was gestern passiert ist. Naja, wie spät haben wir es eigentlich? Das ist die richtige Zeit für den Postboten. Let's go! Haha, gibt es neue Post für mich? Hallo! Hey, guten Morgen, hier ist deine tägliche Lieferung. Ja, meine tägliche Lieferung, was genau? Es ist nun mal so, mir ist nie aufgefallen, wie hübsch du eigentlich bist. Oh, Dankeschön. Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Also, wie sieht es denn bei dir so aus? Hast du mal Lust, irgendwas miteinander zu machen? Mir eigentlich egal was. Wie wär's mit jetzt gleich? Was? Nein, eigentlich habe ich ganz keine Zeit. Nein, akzeptiere ich nicht. Was? Das wird mir langsam ein bisschen zu komisch hier. Oh Mann. Was zum Kuckuck ist denn hier los? Bleib hier, Cedric, ich erlebe dich. Was zum Teufel ist denn hier los, Alter? Ist der Postbote wahnsinnig geworden? Das ist ja irgendwie ganz schön komisch. Oh Mann. Alter, was ist denn jetzt passiert? Hm, sehr merkwürdig. Ja, in der Tat sehr merkwürdig. Sag mal, bist du dir eigentlich sicher, dass du das Ding richtig kalibriert hast? Es könnte schon möglich sein, dass das Geschlecht vielleicht umgetauscht wurde. Was zum Gucken soll das denn heißen? Naja, dass jetzt nicht alle Mädchen in ihn verliebt sind, sondern alle Jungs. Was? Wie konnte das denn passieren? Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir uns nicht auch noch in ihn verlieben. Ich muss hier ganz dringend weg. Wow, schnell weg hier. Oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Oh, Hilfe. Alter, das ist...
ist das Raketengelände. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt hin darf. Egal, schnell hoch. Oh Gott, schnell an den höchsten Punkt von ganz Brookhaven. Oh Gott, da müsste ich in Sicherheit sein. Hey Jungs. Hey Mann, stör uns nicht. Wir sind hier gerade am Diskutieren. Am Diskutieren über was denn? Na, über... dich! Was? Über mich? Nein, du Trottel, du hast ihn angesehen, du hast ihn... Wow, Cedric. Was zum Kuckuck geht hier eigentlich gerade ab? Hat dir schon mal jemand gesagt, wie wunderschön du eigentlich bist? Wollen wir heiraten? Am besten jetzt gleich? Was ist denn mit allen Leuten auf einmal los? Jetzt mal eine Sekunde, ganz kurz, Leute, ganz kurz, kein Stress. Oh Gott, was macht der denn hier? Keine Sorge, Schatz, ich rette dich! Danke schön. Die beiden Pfosten wissen doch gar nicht, was gut ist. Du gehörst mir allein. Oh Gott, schnell weg hier. Oh Mann, ich muss mich irgendwo in Sicherheit bringen. Ich brauche einen Bunker oder sowas. Puh, oh Gott, hier müsste ich auf jeden Fall sicher sein. Mann, ich habe mir einen eigenen Bunker geholt. Ich wusste doch, dass dieser Bunker irgendwann mal nützlich sein würde. Oh Mann. Okay, ich werde ganz schnell mal gucken, was sich draußen so abspielt. Mann, das sieht ganz schön schlecht aus, wenn ich hier ehrlich bin. Die sind total verrückt und laufen die ganze Zeit vor meinem Bunker auf und ab. Ich glaube, da gibt es nur eine einzige Lösung. Wir müssen den Professor der Uni von Brookhaven finden. Das einzige Problem dabei wird sein, dass Brookhaven keine Uni hat. Naja, egal. Aber es gibt sicher einen unter diesen neuen Raketentechnikern in der Stadt, die irgendeine Ahnung davon haben werden, was hier gerade abgeht. Oh Mann. Okay, let's go. Ich glaube, bevor ich rausgehe, muss ich mich irgendwie verkleiden. Und zwar so, dass sie mich nicht erkennen. Ich glaube, da hätte ich schon eine Idee. Naja, ich weiß nicht, ob das ganz überzeugend ist, aber vielleicht reicht's ja für diese komischen Leute da draußen. Gut, dann gehen wir mal raus. Hallo? Hallo, du... Oh, achso, okay, ich dachte, du wärst jemand anders. Ja, mir sagen viele Leute, dass ich aussehe wie Cedric. Moment mal, den habe ich doch gar nicht erwähnt. Weißt du denn, wo Cedric ist? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihn finden müssen. Genau, das ist unfassbar wichtig. Ich habe hier ein Paket Liebe für ihn. nein, ich habe absolut keine Ahnung, wo er sein könnte. Gut, ich muss dann aber auch mal weiter, ne? Tschüss. Oh Gott, die sind ja wirklich ganz schön blöd. Warte mal ganz kurz, dieser Bunker ist verlassen. Und Cedric ist der Einzige, der sich in diesem Bunker befand. Das heißt absolut gar nichts. Oh Gott, schnell weg hier. Oh Mann, wir müssen sofort rennen. Du kannst nicht entkommen, Cedric. Wir bekommen dich schon. Aber er ist meiner, ja? Ja, das werden wir ja noch sehen. Puh, das war ganz schön knapp. Oh Gott, sie haben mich leider trotzdem erkannt. Naja, egal. Das heißt, wir müssen einfach nur zu diesem komischen Raketenort gehen. Und da sollten wir auf jeden Fall einen dieser komischen Doktoren finden, die sich irgendwie mit Raketen Wissenschaft auskennen oder sonst irgendwie so ein Kram. Vielleicht auch ein Astronaut, ich weiß es nicht. Okay, hier rein oder was? Alter, yo, was ist das denn hier? Mann, das sieht ganz schön krass aus, Alter. Was für eine coole Rakete. Na gut. Wow, okay, hier scheint niemand zu sein. Kryo-Schlafkammer? Alter, was ist das hier für ein komischer Kram? Naja, egal, ist nicht so wichtig. Wir müssen unbedingt jemanden finden, der... Ein waschechter Astronaut? Wie krass? Hallo? Hey, was machen Sie denn hier drin? Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Was? Meine Hilfe? Bei was denn? Also, erstmal muss ich mich wegdrehen und dann mache ich kurz das Licht aus. Es hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. Du darfst mich nämlich nicht sehen. Ich darf dich nicht sehen? Warum darf ich dich denn nicht sehen? Was soll dieser ganze Kram? Nun, weil du dich dann sofort in mich verlieben würdest. Also, so schön kannst du jetzt auch nicht sein, dass ich mich nicht zurückhalten kann. Du verstehst das Ganze nicht so gut. Das Ding ist, ich habe irgendwie die Wirkung von einem komischen Liebeslaser oder sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ganze loswerden kann. Kannst du mir irgendwie dabei helfen? Liebeslaser? Von sowas habe ich ja noch nie gehört. Aber, ja, es gibt definitiv die Möglichkeit, einen Laser zu deaktivieren. Okay, und welche wäre das denn? Nun, einfach gesagt wäre das... Hey, Moment mal! Eindringlingsalarm! Oh Gott, das sind sie wahrscheinlich! Er kann auch nicht weit sein. Wir finden ihn schon! Mach die Tür auf! Wir wissen, dass ihr hier drin seid! Oh Gott, sie sind schon ganz nah! Hilfe! Wir müssen sofort irgendwas tun. Okay, gut, folge mir. Okay, gut, ich folge dir. Wo genau geht er denn hin? Wow, was? Alter Junge, was ist das denn hier? Lol, irgendein komischer Ball? Was genau ist das denn hier? Nun ja, das hier ist der geheime Antrieb unseres Raumschiffs. Wir nennen es auch den Laserspalter. Seine Besonderheit ist es, Laser zu spalten. Wow, das hätte ich ja fast nicht erwartet. Und was genau bringt uns das Ding jetzt? Nun ja, jeder, der sich in seiner Nähe befindet, wird sofort von seiner Wirkung eingenommen. Du wirst gleich verstehen, was ich meine. Oh ja, ich habe es geschafft. Wo sind sie? Hey Mann, cooles Raumschiff. Ja, du hast recht, schon ziemlich cool, aber wir müssen Cedric finden. Und oh Gott, sie sind tatsächlich da unten angekommen. Was müssen wir denn jetzt machen? Du musst sie hier hochlocken. Hochlocken? Ist das dein Ernst? Na schön. Gut, ich werde runterspringen. Hallo? Hey, hast du das gehört? Ja, und ob ich das gehört habe, hinter uns ist... Cedric! Hey Leute, ich... warte mal.
So, jetzt sehe ich auf jeden Fall schon wieder besser aus. Also, ich schnappe dir. Oh Gott, schnell hier hoch, schnell hier hoch, schnell hier hoch. Oh Gott, sie kommen hoch. Perfekt, es hat funktioniert. Wow, was für ein schöner Stein, alter Mann, cool. Ja, Mann, richtig cool. Was genau machen wir hier eigentlich? Oh, ich hab Kopfschmerzen. Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert, im Ernst? Alter, wie krass ist das denn? Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Schön, dass du es geschafft hast, den Laser zu zerstören. Oh, ja, natürlich. Sehr gerne. Als dann könntest du doch mit mir vielleicht auf ein Date gehen, oder? Moment mal, was? Du hast doch gesagt, es zerstört die Laserwirkung. Also davor habe ich dich ja gar nicht gesehen. Aber ich brauche gar keinen Laser dafür, um dich attraktiv zu finden. Okay, na gut. Egal, ich würde trotzdem sagen, Leute, ich gehe da mal ganz kurz hier raus. Hot Dogs wollen gegessen werden. Und jeder, der sich dazu entscheidet, ein Vegetarier oder Veganer zu sein, wird es mit mir zu tun bekommen. Sag mal, Bill, wer ist das eigentlich und ist die Teil unseres Programms? Ah, Cedric, schön, dass du da bist. Hi, hast du heute irgendwas für mich? Was, eine neue Familie? Natürlich habe ich das. Ich habe alles bei mir im Wagen drin. Und ich habe was sehr, sehr Wichtiges gehört. Der wilde Hotdog ist auf freiem Fuß. Und die Polizei braucht unbedingt Verstärkung. Moment mal, was? Also soll mich die Polizeifamilie adoptieren? Ganz genau. Sie werden dir erzählen, was sie von dir brauchen. Vor allem brauchen sie einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal. Okay. Wow, Alter, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ein neuer Polizist, das ist ja großartig. Hast du Lust auf einen Donut? Donuts? Ja, klar, ich liebe Donuts. Das ist super, wir alle lieben Donuts. Herzlich willkommen in der Polizeifamilie. Los, lass uns in die Basis fahren. Okay, alles klar, ich bin dabei. Warte mal ganz kurz, auf dieses Motorrad können doch nur zwei Leute, oder? Ich meine, wie seid ihr eigentlich hierher gekommen? Ach ja, richtig, Mathematik war noch nie meine Stärke. Egal, ich laufe einfach. Na dann, Abfahrt. Oh Mann, das könnte wirklich spaßig werden hier. Wow, alter Mann, das sieht ja wirklich cool aus. Ich sehe aus wie ein richtig, richtig cooler Polizist. Bang, bang und so. Naja gut, was macht man auf jeden Fall denn hier bei der Polizei? Also hauptsächlich essen wir Donuts und verteilen Strafzettel. Das macht ziemlich viel Spaß. Oh, naja, ich dachte eigentlich, man macht ein bisschen spannendere Sachen bei der Polizei. So peng, peng und so, naja, gut. Der kleine Fritz kann ich gerne mal hier rumführen. Du wirst dich sicher schnell eingewöhnen. Okay, alles klar. Na dann los, Fritz, ab geht's. Zeig mir mal ein bisschen die Polizeibasis. Oh Mann, wen haben wir denn hier? Sind das die großen gesuchten Verbrecher von Brookhaven? Oh Gott. Die hatte auf jeden Fall sogar ein Sandy-Crew-Shirt an. Ich meine, Leute, die ein Sandy-Crew-Shirt anhaben, können doch nicht wirklich böse sein, oder? Doch, das sind die Allerschlimmsten. Vor allem dieser Sandy. Er ist der größte gesuchte Verbrecher neben dem Hotdog. Was? Also, den habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Egal, gut. Gehen wir einfach mal weiter, okay? Okay, na schön. Dann lass uns auf jeden Fall mal gucken, was denn hier so ist. Und das hier ist unser Hausgefangener. Aber du musst dir keine Sorgen um ihn machen. Er ist sowieso nicht lange hier. Morgen ist er wahrscheinlich wieder ausgebrochen. Oh nein, die Polizei guckt zu. Schnell die Pizza verstecken. Ich habe nichts gegessen. Moment mal. Das ist doch der Pizzabäcker. Wieso ist der denn im Knast? Naja gut, es kann schon mal passieren, dass wir den Falschen verhaften. Moment mal, was? Nein, das stimmt schon. Ich bin der Chef vom Pizzamann. Ich bin der Mafiosi-Mann. Das Pizza-Imperium gehörte mir ganz alleine. Aber leider liegt diese Zeit so lange zurück. Okay, na gut, dann viel Spaß auf jeden Fall dir noch. Oh Mann. Okay, das ist auf jeden Fall auch was die Polizei macht. Gut, was haben wir denn noch? Ich kann dir noch gerne den Hubschrauber zeigen. Der Hubschrauber, Alter, richtig cool. Moment mal, war das gerade der Mafiosi? Sieht ihr da weggefahren? Ach, egal. Na gut. Auf jeden Fall, den Hubschrauber, den würde ich schon auf jeden Fall ganz gerne sehen. Das ist, glaube ich, richtig cool. Ich wollte schon immer mal mit dem Hubschrauber fliegen und... Moment mal, was? Oh nein, es ist der Hotdog. Er hat den Hubschrauber geklaut. Das war's mit euch. Wieder mit den Veganern. Tschüss, Freunde. Oh nein, unser Helikopter wurde geklaut. Was sollen wir denn dagegen machen? Was können wir denn tun? Naja, das Problem ist, wir haben leider nur einen Helikopter. Ihr seid übel die Loser. Oh nein. Ist das euer Ernst? Ihr habt wirklich einen 200 Millionen teuren Helikopter geschrottet? Lecker Donut. Das kann doch nicht wahr sein. Wie könnt ihr nur so inkompetent sein. Tut uns leid, wir haben das gar nicht gesehen. Wir wollten nicht, dass das passiert. Aha, und was sagst du dazu? Hä?
Cedric ist an allem schuld. Wie bitte? Aha, Cedric ist also an allem schuld. Na schön. Ab diesem Punkt können wir leider nichts mehr unternehmen. Das heißt, die Lage zu retten und den Hotdog zu fassen, liegt jetzt ganz allein an der SWAT-Familie. Und du, Cedric, wirst sie unterstützen. Moment mal ganz kurz, also so... Um Gottes Willen, was macht ihr denn hier? Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Okay, worum genau geht es? Wir müssen uns um ein Kind kümmern, und zwar Cedric aus der Polizeifamilie. Okay, das wird sicher ein Kinderspiel. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auf Position. Also dann, hier irgendwo muss die SWAT-Familie, glaube ich, sein. Also laut der Anleitung der Polizisten, irgendwo hier. Okay, perfekt. Alles gut bei euch? Hey, wie hast du unser Geheimversteck gefunden? Spuck's aus. Die Polizeifamilie hat mir davon erzählt. Ihr solltet mich adoptieren. Im Ernst? Davon wüsste ich was. Psst, hey, davon habe ich dir doch gerade eben erzählt. Ach so, ja, richtig. Das ist mindestens 10 Sekunden her. Also dann, willkommen in der SWAT-Familie. Wir nehmen unsere Aufgaben sehr ernst. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ihr würdet auf jeden Fall keinen Verbrecher frei laufen lassen oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben einen neuen Auftrag. Der Hotdog ist geflohen. Und wir wissen nicht genau, wo er sich aufhält. Was? Der Hotdog? Der schlimmste Verbrecher, den Brookhaven jemals gesehen hat. Wir müssen ihn fassen. Es ist unsere Aufgabe. Ganz genau. Meine Rede. Wie sollen wir damit anfangen? Nun denn, wir begeben uns sofort auf Spurensuche. Ausschwärmen, los! Hab verstanden. Auf geht's! Ich würde den Hotdog-Geruch auf 30 Kilometer Entfernung riechen. Hab verstanden. Abfahrt! Woo! Irgendwo hier muss er sein. Und los geht's. Untersuchungen werden durchgeführt. Wo sind denn jetzt alle hin? Hallo übrigens. Wie, fühlst du dich auch manchmal so alleingelassen? Ich habe immer meine Pizza, meine Zelle und die La Familia. Okay, das ist ziemlich cool. Schön, dass du auf jeden Fall aus dem Gefängnis ausgebrochen bist. Naja, ich wünsche dir dann noch viel Spaß, ne? Bis dann. Bis dann, junger Mann. Ich muss mein Pizza-Imperium wieder aufbauen. Nun, die Suche war erfolglos. Ich habe den Hotdog nirgendwo aufspüren können. Und das bedeutet eindeutig, dass er nirgendwo hier in Brookhaven sein muss. Denn auf meinen Spürsinn ist sowas von Verlass. Ich finde jeden innerhalb von kürzester Zeit. Also gibt es nur eine Möglichkeit. Hotdog hat Brookhaven verlassen. Ja, du hast recht. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass Hotdog gerade mit einem Helikopter an uns vorbeigeflogen ist. Nein, das ist absolut unmöglich. Genauso unmöglich, wie dass hinter mir ein entflohener Mafiosi mit dem Motorrad langgefahren ist. Oh Mann, mit denen wird das doch auf gar keinen Fall was. Ich glaube, wir brauchen eher professionellere Leute als euch. Professionellere Leute als uns? Die gibt es nicht. Obwohl, naja, vielleicht gibt es die. Wenn du Lust auf die hast, kannst du es gerne bei denen versuchen. Oh Mann. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Herzlich willkommen in der Militärfamilie. Was ist dein Dienstgrad? Mein Dienstgrad ist, Cedric? Seltsam. Von diesem Dienstgrad habe ich noch absolut nichts gehört. Egal. Bist du bereit fürs Training? Moment mal, ganz kurz. Darf ich euch nicht erstmal noch kennenlernen oder sowas? Ach so, selbstverständlich. Darf ich vorstellen? Brennnessel, Dreck und der Baba-Boss 44. Genug Fragen gestellt. Los geht's mit dem Training. Okay, na schön. Was für ein Training geht's denn? Wir beginnen mit Laufen. 500 Runden. Was? 500 Runden? Das ist doch viel zu viel. So viel kann ich gar nicht laufen. So viel kann jeder laufen, wenn er muss. Los! Oh Mann. Na schön, dann laufen wir mal los. Moment mal ganz kurz. Musst du auch 500 Runden laufen? Nein, muss ich eigentlich nicht. Aber der Typ redet so überzeugend, da habe ich total Lust darauf bekommen. Okay, na schön. Wir sehen uns auf jeden Fall. Oh Mann. 500 Runden muss ich laufen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das wirklich hinbekomme. Das ist super schwierig. Und was bringt das uns eigentlich dabei, den Hotdog zu finden? Und warum genau ist der Typ denn so schnell? Ausgezeichnetes Training. Sehr gut gemacht. Toll gemacht, Fernando. Dankeschön. Jetzt bin ich fit trainiert und kann wieder mein Beach-Imperium aufbauen. Cedric, schwache Leistung. Du hast nur 499 Runden geschafft. Das nächste Mal kriegen wir das besser hin. Ja. Oh Gott. Ich glaube, das reicht für die nächsten 2 Jahre. Auf jeden Fall... Was ich euch eigentlich sagen wollte... Kommt zum Punkt, keine Luft verschwinden. Ja, genau. Auf jeden Fall wollten wir nicht den Hotdog fassen. Ich meine, das ist doch der eigentliche Grund gewesen, warum ich überhaupt hier bin. Ach so, warum sagst du das nicht sofort? Ich dachte eigentlich, du wirst hier trainieren. Nun denn, Aufklärungsoperation durchführen. Ausschwärmen, los! Alles klar, dann los geht's. Wo wollen die denn jetzt wieder hin? Ich verstehe manchmal echt nicht, was sie da machen. Na gut, ich werde trotzdem auf jeden Fall auch helfen, ein bisschen zu suchen. Da ist sie ja. Ihr werdet es niemals schaffen, mich zu fassen. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, warum alle so Probleme haben, dich zu finden. Ich meine, du versteckst dich ja nicht mal wirklich. Nun, das liegt daran, dass ich, Oh, ihr seid ja doch da. Natürlich sind wir das. Zu einem leckeren Festmahl dürfen wir doch niemals aus dem Weg gehen. Moment mal, was? Festmahl? Aber selbstverständlich. Festmahl? Ich glaube einfach nur, dass...
Ja, okay, gut. Egal. Ich würde trotzdem auf jeden Fall sagen, liebe Freunde, wir haben sie immerhin gefunden. Und das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!